Und dann ist der Betrieb explodiert. Also das war unaufhaltsam. Das war, also wir haben immer gesagt, das ist ein Traum. Also das war von jetzt auf nachher, das ist, war wie eine Bombe. Das ist eingeschlagen und dann auf einmal tak, 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 tak. Lea Metzger ist Juniorchefin im Familienweingut in Asselheim. Die 27-Jährige ist hier groß geworden, lebt für den Weinbau. Winzerlehre, Fachabi-Studium, dann der Einstieg in den Betrieb. Feingespür und Durchhaltevermögen, das hat ihr der Vater mitgegeben mit Erfolg. Anfangs waren wir bei den 150.000 Flaschen im Jahr, also 2010, 2009. Mittlerweile sind es halt die 1,2 Millionen Flaschen. Lea hat vieles neu gemacht im Betrieb. Weinbau und Verkauf, wie vor 20 Jahren, funktioniert heute anders. Also geändert hat sich einiges bei uns. Wir waren halt schon immer ein Flaschenweinbetrieb. Mein Papa hat schon immer viel Qualität gemacht, viel auch mit der Hand gelesen, sortenspezifisch ausgebaut, bodenspezifisch. Aber es war halt dann der Wechsel da. Es war ja auch schon, wie wir das Etikett gewechselt haben. Das war ja im Prinzip meine Idee, weg von dem altmodischen Etikett hin zu was Neuem, Modernem. Wir haben den Bullen gewählt als, wie soll ich denn sagen, Markenzeichen im Prinzip. Jeder, wo die Flasche gesehen hat, die vergisst er nicht, ob er sie vergessen will oder nicht, aber es bleibt im Gedächtnis. Gemeinsames Mittagessen im Betrieb jeden Tag. Drei Generationen leben und arbeiten hier zusammen. Das geht nur, wenn es zwischenmenschlich funktioniert. Da war keine Diskussion. Also mein Papa, der ist auch, der ist ganz jung noch im Kopf. Der hat auch richtig Lust. Der sagt immer, mach einfach. Der vertraut voll und ganz auf uns. Ja. Das ist halt das Schöne. Man hat freie Hand, man kann machen, was man will. Klar. Der hat immer noch das letzte Wort, das ist der Oberhäuptling. Die Arbeit im Wingert, klassischerweise eine Männerwelt. Junge Winzerinnen wie Lea erobern immer mehr das Traubenterrain. Also extrem war es zu merken, zu spüren in der Ausbildung. Also da war ich zum Beispiel in der Klasse als einziges Mädel. Alles andere waren nur Jungs. Es hat seine Vor- und Nachteile. Also es gab nicht so diese Zickenterror. Aber jetzt dann im Studium in Geisenheim, da war es gemischt. Also da waren sehr viele Frauen auch dabei bei mir im Studiengang. Lea ist jetzt die Generation, die in die Zukunft blickt. Besonders vor dem Hintergrund der anstehenden Klimaveränderungen. Da bin ich noch ziemlich jung dafür. Aber man denkt trotzdem schon weiter. Also was hat die nächste Generation vor sich? Wie wird sich das alles verändern? Wie wird es mit dem Wetter, also auch vom Klima her, das ist ja mit dem Hagel allein, dann das wenige Wasser, dann der Wind, das wird ja auch immer mehr. Also wir hatten auch Tornados schon gehabt letztes Jahr. Man geht halt viel mit der Natur, also es fängt schon bei Begrünung an. Es hat auch viel mit der Entlaubung zu tun in der Traubenzone, also auch der Schutz für die Traube an sich, also nicht ein bisschen früher entblättern, dass der Schutz schon besser aufgebaut ist, wegen Sonnenbrand halt einfach. Gucken, dass halt nicht zu viel Begrünung drin steht, auch jetzt wie in so trockenen Jahren, dass halt das Wasser auch für die Rebe verfügbar ist und nicht für die Beikräuter. Es sind halt lauter so kleine Stellschrauben, die man da machen kann. Und wie soll die Zukunft aussehen? Am liebsten so, wie es jetzt ist, dass es so weiterläuft. Das macht einfach Spaß. Also es ist zu Hause ein Betrieb, das macht Spaß. Es ist alles eigentlich im Moment sehr unkompliziert und ich hoffe, dass es noch länger so bleibt.